So, YouTube. Hallo, hallo, willkommen zurück. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Wir sind vom See da hinten ein, zwei Meter schon gelaufen, um Müll zu sammeln und ihn hier zu begrüßen. Hallöchen. Oh. Na, geht doch. Und immer ein bisschen Holz mitnehmen, nicht? Immer nur so ein paar Schläge und dann weitergehen. Und ja, wir machen hier so eine kleine Biegung gerade, um herauszufinden, was hier noch alles ist. Aber ich denke, hier wird nicht großartig was versteckt sein. Von daher alles gut. Ja, das Zeug brauchen wir auch noch nicht am Anfang. Also ich brauche es noch nicht. Aber... weniger Nester als gedacht, auf jeden Fall. Vielleicht ein Hühnchen. Eins hatten wir ja schon. Ja, hier ist irgendwas. Wahrscheinlich wieder der Hase. Naja, irgendein Hase. Ich bin auch immer schon voll mit Kram, bevor ich irgendwo hinkomme, nicht? Und wir reden gerade über die Händler, aber ich muss sagen, ich bin kein Händler-Fan. Ich finde die auch so ein bisschen cheating. Mir machen die nicht so Spaß, deswegen... werdet ihr bei mir wenig Händlerzeug sehen. Also den... abgesehen von ihren Sammelaufgaben. Das Graben ist nicht geil. Und dann gescriptet Gegner angekommen kriegen. Ich bin kein Fan von der Mechanik einfach, wie sie umgesetzt ist. Deswegen nutze ich die einfach nicht. Egal, was die für Belohnung haben. Und wie hilfreich die ist. Die ersten zwei Tage, muss ich sagen, da mache ich Aufgaben für die Händler, weil man teilweise anders nicht an Nahrung kommt. Das ist echt übel. Oh. Oh, direkt daneben geschossen. Und weggeschossen. Mann, 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 diese Zombies. Aber Kevin sagt, ich halte die Belohnung bei den Aufgaben oft ziemlich hilfreich. Ja gut, das ist natürlich das Verlockende, aber ja, man muss es mögen. Ich finde eher so diese, ich mag dieses Erkunden sehr gerne und zwar selbstständig erkunden und nicht dieses, geh dahin, das ist was Cooles und dann kriegst du da was, wenn du für mich auch noch was holst. Ist halt so, für mich so eine... hat für mich wenig mit dem Survival-Aspekt des Spiels zu tun. Deswegen lasse ich ihn aus für mich persönlich und nutze ihn nicht. Aber das ist ja das Schöne, jeder kann das Spiel spielen, wie er möchte. Oh, und jetzt müssen wir nach Norden. Das, ups, das war also hier kein... ach so, da wollte ich hin, nicht? Okay, schaffen wir das noch 15, 22? Ah, klar. Wir haben ja Getränk und alles dabei. Das hat mich schon mit so bei No Man's Sky ein bisschen genervt. No Man's Sky war am Anfang auch ein Suchen- und Erkundenspiel. Hatte natürlich nicht den Umfang der Planeten und der Erkundung, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Auch die Tierwelt war nach dem zweiten Planeten immer wiederholend. Aber dann haben sie irgendwie alles eingebaut mit riesen Raumschiff und man kann sich eine Basis bauen und das. Ich wollte ein Erkundungsspiel. Ich finde es immer, ja klar, kriegt man mehr Leute mit solchen Spielen ran, aber so ein richtig schönes, verdeckte Karte, die ich nach und nach aufdecke, wo ich nicht weiß, was mich erwartet, mit coolen Points of Interest. Da war damals zum Beispiel Empyrean Galactic Survival ein richtiges... Paradespiel, das hat richtig viel Spaß gemacht, bis sie ihr Questsystem eingebaut haben. Das hat mir dann so ein bisschen so die. Vom UI her ist es auch nie besser geworden, es ist verworren gewesen. Ah, da haben sie sich keinen Gefallen mit getan, aber das war so vom Erkunden her und dann diese in diesen. Ja, verschiedenen Poys halt herausfinden, wie man da durchkommt, Puzzleaufgaben, Schalter finden. Das fand ich schon ganz gut. Und das fehlt mir so bei modernen Spielen. Bei Valheim war es zum Beispiel auch
einfach alles hat sich irgendwann wiederholt. Beim ersten Mal spielen, total geil das Erkunden. Beim zweiten Mal spielen, was wieder dieselbe Suppe, nichts Besonderes mehr irgendwie. Und wenn, findet man auch nichts Besonderes. Das ist ein bisschen enttäuschend. Oh. Ich hoffe ja, dass neues Skyrim oder sowas in der Art, wie heißt das, Woofed oder so. Vielleicht können die da, oder Fable, die neue Variante, vielleicht können die da noch irgendwas reißen. Mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall die Straße. Und da ist Schneegebiet, nicht wahr? Genau, wenn es dir so super gefällt, alles gut. Ich finde auch, das ist auch wichtig, also auch bei anderen Spielen nicht. Was ich manchmal schade finde, alle spielen immer so nach Guide, weil es der beste Weg ist. Aber ist es wirklich der beste Weg? Oder hat irgendjemand im Guide geschrieben, es ist der beste Weg? Und weil alle das machen, probiert keiner was anderes aus. Und wenn man dann was anderes macht, dann klingt es so wie, warum machst du es so? Der Guide sagt das. Ja, aber vielleicht gibt es ja viel mehr versteckt. Ich meine, hätte man immer alles nach Guide gemacht, hätte niemand das Q-Level in Diablo gefunden. Muss man auch so sehen. Es gibt oft versteckte Sachen, die auch erst nach Jahrzehnten gefunden werden in Spielen. Und wenn man halt immer den Guide folgt oder irgendwelchen, das ist der beste Weg, dann kriegt man das vielleicht nicht mit. Vielleicht gibt es in Seven Days to Die, erledige keine Händleraufgabe bis Tag 100 und töte bis dann 1000 Zombies und dann gibt es irgendwas Geheimes. Nicht, dass es das gibt, aber man weiß es halt nicht, wenn man den Code nicht kennt. Also kann ja alles möglich sein. Deswegen einfach das machen, worauf man noch Lust hat. Und mir gefällt es, Zombies in der Wildnis zu schnetzeln. Ich bin Jäger und Sammler. Und Trader Rack Track, den vertraue ich auch irgendwie nicht. Der ist mir einfach unsympathisch. Für mich gibt es kein besseres Spiel als Seven Days to Die. Da muss ich sagen, ich habe die Alpha 20 und 21 gespielt und war mega enttäuscht, weil das Spiel oft auch meinen Rechner einfach zum Freeze gebracht hat. Egal, ob der neue Rechner oder der alte. Neue Hardware, alte Hardware, ist einfach gefreezed. Die Performance war teilweise unterirdisch. Und das hat mir alles nicht so gefallen, aber mit der Version 1.0 haben sie da doch nochmal einen großen Bogen bekommen. Und auch was die Wasserverfügbarkeit anging, ich weiß noch in der Alpha 20, wir haben das on-stream gespielt. Ich bin, glaube ich, 3 Tage rumgeirrt und habe nicht ein Wasser gelootet. Und wir waren am See und ich konnte nicht aus dem Wasser trinken. Ich weiß nicht warum bis heute. Es hat einfach nicht geklappt. Wir haben es alle zusammen versucht damals und ich weiß nicht. Vielleicht fehlte noch was, vielleicht war es verbuggt. War auf jeden Fall so, dass ich da gesagt habe, nee, ich warte jetzt, bis der Full Release da ist. Jetzt ist er da und jetzt macht es auch wieder super viel Spaß. Es ist sehr stabil geworden. Es ist alles drin. Man kann sich eigentlich nicht beschweren. Also alles gut. Hattest du auch, aber ist krass geworden, ja. Ist auf jeden Fall, man hätte vielleicht, aber gut, das Spiel ist halt auch Asbach, muss man auch so sehen. Ist hier was drin? Ich weiß, entriegelt, ich brauche das Holz. Nichts drin. Okay. Ich habe ein bisschen Angst. Es gibt wirklich wenig Spiele, noch ein Kochtopf, wow, die wirklich nach so vielen Jahren in dem Umfang funktionieren. Ich meine, das Blöde ist halt, und das war, deswegen mag ich eigentlich immer Early Access Games, man hat halt Jahre irgendwie immer wieder neuen Content und das verändert sich und das finde ich eigentlich ganz gut. Nicht, wenn es sich zu sehr verändert, nicht? Bei No Man's Sky zum Beispiel wusste man nicht, wo die Reise hingeht. Das war ein bisschen schade. Hätte ich vorher gewusst, wo die hinwollen mit dem Spiel, hätte ich es mir zum Beispiel nicht gekauft.
So, da fühle ich mich so ein bisschen halt veräppelt. So, als Kunde der ersten Stunde. Ich brauche kein Multiplayer, ich brauche das nicht. Und anstatt irgendwie, ja, die Exploration zu verbessern, haben sie dann alles andere, was die breite Masse geschrien hat, verbessert. Das war so ein bisschen, meh, in meinen Augen. Okay. Und ja. Hier haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht, aber es ist ja jetzt quasi, klar, es lebt von Mods, aber ich bin jetzt auch nicht so der Mod-Fan, dass ich die so gern ausprobiere oder irgendwas damit mache. Das muss man halt auch mögen, aber das mache ich bei ganz wenigen Spielen, dass ich wirklich Mods nutze. Eigentlich nur bei Work and Resources. Und da auch nur, um Programmierunlänglichkeiten eigentlich auszuhebeln. Weil die Kirchen zum Beispiel nicht im Spiel sind. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer so, ich spiele ein Spiel gerne so, wie es ist, und dann reicht mir das auch. Ich meine, so viel Lebenszeit habe ich schon in Spiele gesteckt. Ich habe gar nicht noch mehr Spielzeit übrig oder Lebenszeit übrig, dass ich alle Mods aller Spiele irgendwie mir nur angucken könnte, leider. Ich glaube, hätte man mehr Zeit, nicht, und weniger Spiele, die man spielt, dann könnte man auch wesentlich mehr Dinge angucken. Aber ja, irgendwo muss man Abstriche machen. Level up. Sehr gut. Da ist noch ein Weg. Wir müssen langsam nach Hause, nicht? 1,2 Kilometer ist nicht ohne. Ich würde sagen, wir pfeifen uns auf jeden Fall was zu essen rein. Und trinken was. Sehr gut. Okay, will auch nicht mehr mitspielen. Ah. Ah, ich dachte, er läuft weiter. So. Naja, schreien sie nicht. Sie sind tot. Hab fast wieder 1000 Dings zusammen. Das passt. Hallo Peter Müller. Das hatte ich auch. Ist echt krass besser geworden. Ich mag die Mods auch nicht unbedingt. Also normal macht mir echt am meisten Spaß. Sie haben ja auch. Aber man findet halt meist nicht. Viele spielen halt gerne Spiele mit Mods vollgeballert ohne Ende, nicht wahr? Und das dann so ein bisschen... ja, ich finde auch verfälschend. Schwierigkeitsgrade werden verändert, runtergesetzt dadurch. Man kriegt halt nicht die Original-Experience. Ich finde, wenn man so 500 Spielstunden hat und dann sagt, jetzt spiele ich halt gerne auch mal Mod oder so, oder auch nach 200 Spielstunden, weil man alles gesehen hat, dann ist es was anderes. Aber viele spielen ja nur Mods und kennen gar nicht das Originalspiel, weil ihnen irgendwas zu langsam oder zu schnell geht. Ich bin eigentlich ein Fan davon, von diesem langsamen Progress. Aber ich weiß, heutzutage muss alles immer schneller gehen und am besten ist Buy to Win. Ich frage mich nur immer, warum sollte ich ein Spiel spielen, wenn ich es einfach, ja, mir quasi durchkaufen kann. Da brauche ich es ja gar nicht erst kaufen und spielen, weil dann bin ich ja schon im Vorfeld fertig, nicht wahr? Aber ja, das kriegen viele nicht hin heutzutage. Und ich finde gut, dass Seven Days to Die so geblieben ist, wie es geblieben ist und nicht dann am Ende noch ein Shop-System oder irgendwas bekommen hat, wo du... weiß ich nicht, den roten Fuß für 80 Euro kaufen kannst und der bringt dir noch 1% HP mehr oder irgendwas. Ah. Aber ich glaube, das ist halt so, wenn man aus einer anderen Zeit kommt, dann kennt man es nur so, und alle, die heutzutage aufwachsen mit Spielen, die kennen halt ja dieses Gefühl, was man früher bei Spielen hatte, halt nicht. Und für die ist halt das, was sie heutzutage sehen mit Shop-System und Kaufen und Co. halt das Normale, nicht? Und wer weiß, was bei der nächsten Generation dann irgendwann das Normale in einem Spiel ist. Wahrscheinlich Cloud-Gaming nur auf Handy oder virtuell. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Tor kennt. Von Pirate Software, genau. Und der hat auch gesagt, der hat mal eine Ausstellung gemacht auf einer großen Messe
Und am ersten Tag wussten die Leute gar nicht, wie sie sein Spiel bedienen, weil sie nur Maus und Tastatur hatten. Dann haben sie Controller-Support quasi angebunden und bereitgestellt und zwei Controller hingelegt und schon konnten die Leute mehr mit dem Spiel anfangen. Einfach, weil sie Controller gewöhnter waren von der Eingabe her. Und am dritten Tag war es aber so, dass wieder wenig Leute damit klarkommen. Und dann ist ihnen aufgefallen, ja, viele von den Leuten kennen nur noch Touch-Support. Also auf dem Handy rumdrückern und wissen gar nicht mehr, was eine Maus und Tastatur ist. Und dann denke ich mir so, wie kann das sein? Aber klar, guckt euch mal die 5- bis 10-Jährigen an. Die haben halt nur ein Handy zur Verfügung meistens. Die kriegen keinen eigenen Rechner in ihrem Raum. Aber ein Handy kriegen sie nicht, damit sie erreichbar sind. Aber da kann sie auch drauf spielen. Und klar ist ihnen dann der Touch-Support von Kind auf beigebracht und dann auch das Liebste, was einfach am natürlichsten sich für sie anfühlt, weil sie es gewohnt sind. Und da kann ich schon verstehen, dass man da auf jeden Fall ja, in Zukunft Änderungen in der Spielwelt auch erwarten muss, auch wenn sie einem selber vielleicht nicht so gefallen, nicht wahr? Langer Exkurs, ich weiß. Ups. Deswegen immer versuche ich am Ball zu bleiben, zumindest auch mal über den Tellerrand zu gucken. Aber ja, also ich muss sagen, ich habe mich als 16-Jähriger oder auch als 12-Jähriger nicht anders verhalten, wie ich es jetzt tue. Da bin ich richtig gereift und gewachsen, nicht wahr? Von daher ist da eigentlich alles gut. Nur, was ich immer merke, dass ich öfter frustrierter bin von Spielen und nicht mehr so kaufwillig, obwohl ich jetzt mehr Kaufkraft hätte. Einfach weil sie die Spiele teilweise echt unfertig auch auf den Markt bringen. Ich weiß nicht, hat jemand Cities Skylines 2 mal angeguckt sich oder nur Seven Days to Die? Weil Cities Skylines 2 oder auch Starfield waren Paradebeispiele für super schlechte Spiele. Also die haben mir letztes Jahr so den Glauben an Spieleentwicklung so ein bisschen genommen. Oder auch da wirklich Geld reinbuttern zu wollen. Und jetzt da, Star Wars, wie heißt es? Outlaws. Ersten Trailer gesehen, dachte, boah, das könnte ein Spiel für mich werden. Da hätte ich vielleicht Lust reinzugucken. Dann kam Ubisoft als Name unten reingeflogen. Dann wusste ich schon, okay, ich warte einfach 2 Monate, dann kostet das nur noch 10 Euro. Und dann kamen die ersten Berichte, dass der Spielstand irgendwie Day One gelöscht wurde. Dann hatte ich schon gar keine Lust mehr. Ja, nicht? Also. Und dann, wenn man es wirklich endlich spielen will oder kann, dann hat irgendwie jeder das Spiel schon gespielt und dann lohnt sich es auch nicht mehr und dann lässt man es ganz liegen. Obwohl es vielleicht gar kein schlechtes Spiel gewesen wäre. Zum Beispiel, was habe ich auf der Strecke gelassen? Soul Mask habe ich nicht gespielt. Was habe ich noch nicht gespielt? Asaka. Auch nicht gespielt, nicht wahr? Also. Nee, da bleibe ich hier lieber bei Seven Days to Die. Und ich mag das Aufbauen. Ich habe gesehen, einige können ja richtig krasse Sachen bauen da drin. Da bin ich mal gespannt, ob wir irgendwas zustande kriegen werden. Ich war in der Alpha 16, war ich sehr, sehr kreativ. Da war der Baumodus aber auch ein bisschen einfach. Ich finde den zwar gut, aber doch sehr, ja, komplex, möchte ich fast sagen. Von der Teilezahl nicht. Ich mag es, wenn man so 10 verschiedene Teile hat und die irgendwie geil aneinandersetzen kann. Jetzt hat man ja irgendwie 300.000 Teile gefühlt. Oh, damit bin ich schon echt überfordert. Weil ich aus der schieren Menge gar nicht weiß, was ich wirklich nehmen will. Oh, nee, die Bäume. Manchmal ist auch zu viel auch nicht gut. Manchmal ist weniger mehr, wie man so schön sagt. Ich
Ich wollte Bäume anpflanzen, nicht? Kriegen wir das noch hin? Nee, nicht. Es ist 21:05 Uhr. Können die Seite auf jeden Fall gleich mal mit reparieren. Hier ist in meiner Abwesenheit irgendwas reingerannt. Sieht zumindest so aus. So kaputt war es nicht. Der muss auch noch weg. Den können wir noch weghauen. Ich finde es auf jeden Fall cool und ich freue mich darauf, einfach hier in dem Spiel noch Erkundungen zu machen. Letztes Mal hat jemand gefragt, was ich so für Ziele in dem Spiel habe. Und das weiß ich selber halt nicht, weil ich es einfach entdecken will, nicht? Na? Okay. Ich glaube, damit haben wir... Aua. Mir den Bauch aufgerissen. Erstmal alles... repariert. Was gerade da irgendwie... rumstand. 21:46 Uhr, pünktlich hier. Sehr schön. Und... oh, wir haben oben sicher Wasser, was wir mit abkochen können. Jawohl. Ich finde die Wassersammler zum Beispiel echt gut. Aber das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es die gibt. Das lernt man dann immer irgendwann nach und nach. Und ich mag es, wenn es in Spielen so auch so langsame Lernprozesse gibt. Und nicht einfach so, man weiß alles von Anfang an. Das ist auch ein bisschen überfordernd. Ah, ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber... ah, wir haben kein Tierfett, nicht? Ah, wir brauchen irgendein Reh oder so, was wir auseinandernehmen können mal. Ah. Doof, 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 doof. Okay, erstmal wegpacken. Das Zeug. Wir nehmen wieder mit, dass wir... ja, zweimal, dreimal Essen haben, trinken. Wir haben noch 10 Wasser so. Können wir auch noch abkochen. Einfach, falls wir mal irgendwas haben, nicht? Dann haben wir es. Sehr gut. Ich hab die hier doch irgendwo dort. Ach nee, du Scheiße. Schon wieder. Wo ist sie? Das hatte ich schon mal. Da hat sie nur gekreischt. Das Haus hier ist eh verflucht. Wenn man auf der Seite eine Weile steht, dann kommen komische Geräusche, Gespräche. Manchmal spielt jemand Klavier, es wird gepfiffen. Sehr komische Ecke. Keine Ahnung, warum das nur da drüben auf der Seite so ist. Aber seit ich das Dach weggenommen habe, war es eher nicht mehr. Ja, da unten habe ich nicht richtig abgeschlossen. Hm.
Okay. Mods. Können wir hier reinmachen. Oh, wir können noch Pfeile herstellen. 127, wartet. Dann können wir die Pfeile ja... ...27, 37, 47, so. Da haben wir schon zwei Stacks fertig auf jeden Fall. So, 3000 Holz. Klingt auch schon nicht verkehrt. Dann fangen wir so an Tag, ja, 16, 17 aber erst mit an, dass wir das da benutzen. Nein, ich wollte... Nee. 278. Ja, so. Pfeile, zack. Können wir auch gucken, ob wir nicht langsam bessere Pfeile dann herstellen können. Wir haben auch noch Fleisch. Dann machen wir noch ein bisschen Speck und Co. Auf jeden Fall haben wir eine positive Bilanz, was Esseneingang angeht. Das ist schon mal gut. Also, bin zufrieden. 10, 20, 30, 40, 41 Essen. Also, wie sagt man so schön, uns scheint die Sonne aus dem Orschel. Morgen werden wir vielleicht mal eine Suppe essen. Die gibt auch Gesundheit und Wasser und Nahrung. Und wir können mal gucken, Schmieden. Die konnten wir jetzt herstellen, die verfolgen wir mal. Was brauchen wir dafür? Klebeband. Können wir zweimal. Sehr gut, können wir. Haben wir. Baumstumpf stellen wir her. Und... 50, da brauchen wir ein bisschen was. Okay, dann fangen wir erstmal an mit Pflaster. Steine. Ach, Lehm fehlt. Okay. Ja. Kriegen wir auch hin. Oh, wir haben hier nicht so viel Lehm. Im anderen Spielstand habe ich viel, viel, viel mehr Lehm. Da machen wir. Dann machen wir nochmal 70. Und dann Baumstumpf. Stumpf? Ne, wie heißt denn das Ding? Das Ding heißt... Okay, Schmiede. Holzklotz. Boah, ey, da kommt doch kein Mensch drauf auf diesen Namen. Holzklotz. Was mit dem Holzbogen? Eignet sich gut, Zombies zu jagen und zu töten. Verwende verletzte Munition nach lang gedrückt halten. Ist der besser? Da fehlt mir manchmal hier so eine Statistik einfach, dass man das im Vorfeld vergleichen kann. Holzklötze 2. Wir können ja schon mal Platz machen. Oh, geht direkt darauf. Oh ja, hier müssen wir auch zubauen. Mache ich schon zwei Schmieden? Nee, ich mache erst zwei Holzklötze, okay. Okay. Hier ist es zwar der erste Streich. Ah, ist egal, dass das eins vorguckt. Wir brauchen es so oder so. Ja, ist gleich hier. Ich glaube, hier kommen die Probleme her, nicht? Im anderen Spiel habe ich nämlich das, die Fenster zu. Das hätten wir mal machen sollen. Ihr sagt aber auch gar nichts. Zack,
zu. Da muss ich nochmal mehr Pflastersteine machen. So, dann sind wir hier auch erstmal zu unten. Besser. Du hast noch für 2 Minuten, brauchst aber mindestens für 7. Da kommt Essen rein. Obwohl, wartet mal, das ist auch noch normales Essen. Den haben wir auch noch. Nahrung 45, auch nicht schlecht. So, Schmiede. Pflastersteine. Jetzt haben wir 10, wir brauchen 50. Machen wir 80. Oh, ich kann 29 herstellen. Steine. Wo habe ich die? Da sind sie doch. Was fehlt? Der Lehm? Oh, ich habe nicht genug Lehm. Ah. 148. Okay, das ist ein bisschen viel. Und somit haben wir unsere erste Schmiede. Sehr, sehr gut. Wir können mal ein bisschen von dem herstellen lassen. So, und die stehen dann beide hier so nebeneinander. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und damit haben wir dann, ja, auch die Möglichkeiten, andere Dinge zu bauen. Auf lange Sicht. Dann können wir auch mal gucken, da das zu ist. Ich glaube, das ist nicht ordentlich zugebaut hier in dem Spielstand. Ja. Hier sind mich. Warum sind hier überall Fallen? Das ist ja. Das tötet mich ja eher als die Zombies. Hallo Emanuel, mir geht's super. Hoffe, es geht auch sehr gut. Zumindest geht es uns noch gut in-game. Ah, ich wollte eine zweite Schmiede machen, nicht? Was fehlt der Schmiede? Habe ich nicht 2 Holzklötze gemacht? Ah, ich habe die zweite Schmiede schon. Okay. Ja, bei dem bin ich mir unsicher. Hier müssen wir auf jeden Fall noch mal ran. Ich habe heute noch gar kein Codewort erzeugt, nicht wahr? Was nehmen wir denn für ein schönes Codewort für heute? Wer es nicht kennt, ich denke mir immer mal wieder ein Codewort aus, was man zum Kommentieren, wenn man keine Ahnung hat, nehmen könnte, ne? Ich hab's vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört. Ich will ja auch nicht das, ja. Sehr gut. Tja, welches können wir heute nehmen? Das Sofa stört auch. Ja, dann nehmen wir doch das Codewort Sofa heute. Einfach, egal ob auf Threads, hier, Instagram, wo auch immer ihr wollt. Einfach. Ja, drunter kommentieren mit Sofa. Sind das nicht herrliche Codeworte?
Okay. Basis auf jeden Fall besser abgesichert und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge, wenn der Tag losgeht.